Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist ein weiterer Teil hier in diesem Video, also dieses Video ist ein weiterer Teil, zu meinem Sammlungssamstag. Ja, genau. Und heute geht es um meine Fixing Sprays. Das sind ein paar, also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, also ich weiß, was es ist, aber wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe heute schon ein bisschen viel geredet, ich habe mein Aufgebraucht-Video gedreht, deswegen, die Vanessa schreibt mir gerade, die Mrs. Rosa Rot, ich habe ihr nämlich die Fotos geschickt von den Produkten, die ich für sie zur Seite gelegt habe, die ich ihr schicken möchte für ihre DIY-Projekte, genau, und ja. Da hat sie auf jeden Fall Interesse dran. Das nur mal so zwischendurch. Egal. Auf jeden Fall, zuallererst ist es für mich wichtig zu sagen, was macht ein Fixing Spray oder was ist der Sinn und Zweck dahinter? Damals habe ich es nie verwendet, weil ich da auch gar keinen Sinn drin gesehen habe. Ich verwende Fixing Spray, nachdem ich mir meine ganzen pudrigen Texturen im Gesicht aufgegeben habe, sprich nach dem Lidschatten. Das heißt, letzte Woche sind ja auch meine Lidschattenpaletten online gekommen, das Video in Überlänge, sage ich mal. Und danach habe ich quasi ein Bedürfnis, nicht nur mein Gesicht mit Feuchtigkeit zu versorgen, sondern alle pudrigen Texturen mit den cremigen Texturen, die sich im Gesicht befinden, zu verbinden. Und so ein Fixing Spray, beziehungsweise, ja doch, so ein Fixing Spray verwende ich dann auch vor Mascara, vor dem Eyeliner, weil man nie weiß, inwiefern vielleicht dieses Spray bewirkt, dass sich eine Mascara abstempelt oder ein Eyeliner verläuft oder. Das heißt, nächste Woche kommen dann auch die Eyeliner online. Ne? Genau, oder die Augenstifte habe ich es einfach mal genannt, weil, oder werde ich es nennen, weil da auch bunte Stifte mit drin sein werden, so wie Kajal und so ein Kram. Egal. Auf jeden Fall habe ich meine Fixing Sprays auch so entsprechend ausgewählt. Das ist heute zum Beispiel habe ich eine gute Foundation drauf, alles tutti. Aber wenn ich jetzt nicht noch einen Fixing Spray oder ein Glow Spray oder drüber gegeben hätte, dann hätte das Ganze nicht so flawless ausgesehen, auch wenn es eine flawless Foundation ist, aber ne, es hilft. Es hilft wirklich, probier es gerne mal aus, auch um einen Lidschatten noch weiter an Ort und Stelle halten zu können, benutze ich ein Fixing Spray. Das heißt, erst nachdem ich quasi Bronzer und so weiter aufgetragen habe, kommt nur ganz kurz einmal Fixing Spray drüber und dann, wenn ich den Lidschattenlook aufgetragen habe, dann auch einmal komplett, damit auch alles wirklich an Ort und Stelle bleibt. Genau. Dafür verwende ich hauptsächlich aktuell und am allerliebsten dieses hier von How Cosmetics. Das muss ich einmal schütteln. Das ist das Pearl Shine Indigo Child Setting Skin Perfector Spray, genau. Wenn man das so sieht, dann oder schüttelt, dann sieht man so ein bisschen diesen Pearly Glow, der da drin ist. Das ist wie so ein Nebel. Das sind ganz zarte, feine Schimmerpigmente, die sich dann auch wirklich im ganzen Gesicht verteilen, die aber kein grober Glitzer sind. Das heißt, du siehst es auch nicht so krass im Gesicht. Es ist einfach nur ein Glow, ein Leben, was noch ins Gesicht kommt und alles miteinander verbindet. Manchmal gehe ich tatsächlich nochmal mit dem feuchten Beauty-Schwämmchen dann drüber, nachdem ich das Spray verwendet habe, je nachdem wie intensiv ich gesprüht habe tatsächlich. Einfach nochmal, um das Ganze ganz, ganz, ganz vorsichtig einzutupfen, einzuarbeiten und das Ganze noch haltbarer zu machen und noch mehr flawless aussehen zu lassen. Das ist ein Produkt, was ich in der Kooperation zugeschickt bekommen habe. Ich würde euch aber nicht sagen, dass ich es geil finde, wenn ich es nicht geil finden würde. Ich finde es geil. Wirklich. Es ist total klasse und ich kann es voll und ganz empfehlen. Geiles Produkt. Weil Pearly Shine. Also nicht Glitzer, sondern Shine. Ein Produkt, was ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen für mich entdeckt habe. Ich hatte das lange in dieser Kiste und jetzt habe ich das wieder rausgekramt. Das ist eigentlich das Spray, was ich verwende, bevor ich meinen Lidschattenlook schminke. Sprich, was ich einmal kurz verwende oder als Fresh Up. Das verwende ich aber noch nicht allzu lange, also so ein, zwei Wochen erst. Das ist von MAC das Fix Plus Rose Fix Plus Brühm Fixant, schlag mich tot, weiß ich nicht, Spray. Das ist dieses hier, finde ich super schön, weil das mein, also es riecht schön nach Rose, ich liebe Rose. Ich finde, dass das mein Gesicht auch richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also meine aktuell sehr, sehr trockene Haut freut sich immer wieder darüber, wenn ich es drauf mache, ob ich Make-up drauf habe oder eben nicht. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ich habe da noch nicht allzu viel von verwendet, sieht man ja auch.
Aber ich freue mich drauf, das noch weiter zu verwenden, weil ich das sehr angenehm und sehr, sehr schön finde. Und ja, deswegen, ich glaube, das ist nicht unbedingt nur ein Setting Spray oder ein Fixing Spray, sondern einfach ein Lebensspray. Ich habe auch manchmal Bezeichnungen für Sachen. Dann habe ich hier ein Produkt, wo wir gerade schon dabei sind. Ich schreibe ja gerade mit ihr von der lieben Mrs. Rosa Roth, die Fixe Trixie. Das ist ihr selbstgemixtes Fixing Spray, was ich definitiv noch öfters verwenden muss. Und ich glaube, dass ich mir das jetzt auch in die Daily Routine mit reinpacken werde, weil sie auch sagte, sie weiß nicht, wie lange sich die Produkte dann auch halten, weil sie halt auf Konservierungsstoffe weitestgehend verzichtet, wenn sie ihre Produkte selber anmixt in ihrer kleinen, aber feinen Hexenküche. Und deswegen kommt es jetzt auch tatsächlich bei mir mit in die Daily Routine. Das heißt, das darf dann quasi jetzt erstmal warten. Das kommt in die Daily Routine mit rein. Das finde ich richtig schön von ihr gemacht. Also ich fühle mich auch so, als würde ich mir nicht irgendeinen Murks ins Gesicht sprühen. Ich meine, das habe ich bei keinem von den Produkten, was ich hier stehen habe, ne? Weil sonst hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht gekauft. Aber hier weiß ich, dass sie das gemacht hat und dass sie da irgendwie, ich kenne einfach den Menschen, der es gemacht hat, und deswegen ist mir das Produkt an sich sympathisch, weil mir die Person sympathisch ist. Ja, so kann man das sagen. Ich verlinke euch aber mal unten in der Infobox ihren Kanal. Also, geile Frau, schaut bei ihr vorbei. Dann habe ich hier von Essence You Better Work das Fixing Spray. Das verwende ich, wenn ich Party machen gehe, weil das tatsächlich mein Make-up richtig an Ort und Stelle hält, wenn ich halt auch eskaliere, wenn ich Schweiß habe, also schwitze, wenn ich mich viel bewege. Und ja, deswegen, das finde ich ganz gut. Es ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, dass es ein Glow oder sonst irgendwas macht. Es ist wirklich einfach nur ein fixierendes Spray, was dir alles an Ort und Stelle hält und ja, dein Make-up fest tackert, sage ich mal. Das finde ich ganz gut. Ein Sweat-Resistant Anti-Shine Spray, also quasi im Prinzip ja ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will ja Glow, ich will ja, dass man so ein bisschen Shine im Gesicht hat, weil ich den ja dann aus Natürlichkeit nicht habe, deswegen brauche ich das durch Produkte. Aber auf Party habe ich E-Fett Highlighter drauf, deswegen passt das schon. Und das tackert mir mein Make-up fest, das finde ich gut. Ein Klassiker unter den Fixing Sprays ist der All Nighter von Urban Decay. Den habe ich in zweifacher Ausführung da. Das ist der Long Lasting Make-up Setting Spray. Zweimal der gleiche. Das ist einmal nur eine Special Edition, glaube ich. Habe ich auf jeden Fall zweimal da. Genau. Ja. Finde ich klasse, finde ich gut, hält mir mein Make-up auch an Ort und Stelle, aber nicht so intensiv wie das von Essence, muss ich gestehen. Und ja, ist ganz cool, riecht ganz gut, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Frage ist ja immer, brauche ich ein Make-up-Fixing-Spray, was teuer ist, oder reicht auch das aus der Drogerie? Da muss ich wirklich sagen, zum Festtackern. Das zum Glow ist das hier von Haut tatsächlich mein liebster Favorit, ne? Aber na. Dann habe ich hier noch von Too Faced das Hangover 3 in 1 Replenishing Primer and Setting Spray. Den habe ich noch gar nicht allzu oft verwendet, also den sollst du ja quasi für drei Sachen nehmen. Einmal, um dein Gesicht zu primen, draufsprühen, dann um das ganze Make-up, was du dann drauf hast, zu fixieren und dann um, zu setten und dann zum Refreshen, also immer mal wieder so zwischendurch einen Kick, den ich mir aktuell mit meinem Fix Plus von MAC gebe. Ja, das fand ich auch ganz okay, aber ich habe es noch nicht oft genug verwendet, als dass ich da irgendwie eine großartige Review zu geben könnte. Oder Review. Review oder Review? Weiß ich nicht. Dann habe ich hier von Riva Loves Me das Setting Spray, verlängert die Haltbarkeit von Make-up. Das ist ja die neue Marke von Rossmann. Ja, finde ich ganz cool. Habe ich aber auch noch nicht allzu oft verwendet. Aber ja, für den Preis auf jeden Fall eine gute Geschichte, ist aber nicht so gut wie das von Essence. Von Bare Minerals das Dew Mist Setting Spray. Das gibt dir tatsächlich eher ein dewy Finish, also quasi alles so weich gezeichnet, ebenmäßig und ein bisschen glowy. Also so ist es quasi, dass es dazu verhilft. Ist ganz süß, ist ganz schön, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt in groß. Dann habe ich hier von Revolution das Glow Fix Illuminating Fixing Spray. Das ist dieses hier. Ich finde, dass die Fixing Sprays von Revolution einfach stinken. Das mag ich nicht so gerne. Aber das ist nicht schlimm, denn alle Fixing Sprays, die ich nicht zum Fixieren nehme, nehme ich immer für meine Make-up-Schwämme, um sie zu befeuchten. Sie werden auf jeden Fall verwendet. Da habe ich aber gerade aktuell ein anderes drin. Da kommen wir gleich zu. Ja, das hier gibt dir auf jeden Fall einen Glow ins Gesicht. Ist aber nicht so schön wie das von How. Und das riecht halt nicht so schön. Deswegen würde ich da, was Glow angeht, mal eher zu dem von Hau greifen.
Dann habe ich hier von Revolution Pro das Supreme Hold Finishing Spray. Das ist eher ein Finishing Spray, sprich, dass es dir die Texturen miteinander verbindet und weniger ein Setting Spray, sprich, dass es das Make-up an Ort und Stelle hält. Und genauso ist es auch. Also es verbindet die Texturen, aber es hilft halt nicht, dass das Make-up länger hält. Ne? Also deswegen, nachdem du das hier verwendet hast, solltest du eigentlich nochmal ein richtiges Setting Spray nehmen, meiner Meinung nach. Dann habe ich dieses Produkt hier aktuell zum Pinsel befeuchten, weil mir das einfach irgendwie gar nichts bringt. Prime and Set von Manhattan. Das ist so ein, ja, ödes Produkt irgendwie. Also das hilft mir nicht wirklich, dass mein Make-up länger hält. Deswegen habe ich das umfunktioniert eben für meine Sponges, weil das ist halt ein kleiner Trick. Wenn du deinen Make-up-Schwamm mit Fixing Spray feucht machst und nicht mit normalem Wasser, dann hält dir das Make-up noch ein bisschen länger. Dann hast du wenigstens für so ein Produkt eine ordentliche Verwendung. So, und das letzte, was ich hier drin habe in meiner Kiste, ein recht kurzes Video, ist hier von Glam Glow, der Glow Setter. Das ist so ein schönes Produkt. Der wundervollste Sprühnebel, den ich je in meinem Leben gesehen habe, der ist einfach super sanft, wie ein ganz leichter Sprühnebel, den du fast überhaupt nicht spürst. Also wenn du die Augen schließt und dir das drauf sprühst, du merkst es nicht. Du weißt gar nicht, wie viel du dir gerade drauf sprühst. Erst wenn du die Augen aufmachst und dich im Display anguckst oder im Spiegel, dann siehst du erst, was du gerade angerichtet hast. Also ja, ist aber ein schönes Produkt, was dir Ewigkeiten hält, weil es einfach so einen feinen Nebel hat und dementsprechend wenig Produkt rauskommt. Und es gibt halt auch einen leichten Glow. Ja, das ist teuer, aber es ist geil. So, das waren meine Setting Sprays, Fixing Sprays, Finishing Sprays, meine Sprays. War kurz und knapp nach diesem ewig langen Lidschattenpaletten-Video ein kurzes Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!